Die Wissenschaft zeigt uns sehr deutlich, dass die Erwärmung der Erdatmosphäre nicht auf über 2 Grad gehen darf, im Vergleich zu der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sonst gibt es grosse Probleme für die Menschheit in den verschiedenen Kontinenten, zum Beispiel Dürren in Afrika oder Überschwemmungen in Europa. Und dem muss man natürlich zuvorkommen und dafür sorgen, dass solche grosse Schäden und Beeinträchtigungen von ganzen Bevölkerungen nicht eintreten. Die Klimaerwärmung ist eine Tatsache. Das ist nicht wegzudiskutieren und wird uns die nächsten Jahre mit Sicherheit begleiten. Davor aber Angst zu haben, ist der falsche Weg. Klimaerwärmung bietet wie jeder Umbruch große Chancen für diejenigen unter uns, die bereit sind, darauf zu setzen. Produkte, Lösungen, Systeme, Ansätze zu entwickeln, wie mit diesem Thema proaktiv umgegangen werden kann. Von 2002 bis 2012, in dieser Zeitperiode, eine Zielsetzung, dass wir die spezifische Energieverbrauche um 17% senken wollen. Und dazu braucht es wiederum konkrete Massnahmen und nicht nur das Ziel. Und eine wesentliche Massnahme da drinnen ist zum Beispiel bei unseren Zentralen, die viel Energie, Wärmeenergie abgeben, dass wir die wirtschaftlicher abführen können als früher. Und da hat Swisscom ein System entwickelt, das eine Einsparung bis zu 80% zulässt. Haben wir schon vor einigen Jahren den Schweizer Solarpreis bekommen, weil wir auf jedem Haus von der Baugenossenschaft, wirklich auf jedem Solarzellen installiert haben. Auch das war eine Investition in mehrere Millionen. Und bringt aber wirklich heute täglich warmes Wasser aufgeheizt von der Sonne. Und das ist wirklich auch faszinierend, wenn man das sieht, wie das Wasser bis zu 90 Grad geheizt wird von der Sonne, eigentlich gratis und franco. Klimaschutz bietet für unser Unternehmen einige Chancen. Das eine ist, dass wir nachhaltige Anlagen im grösseren Stil verkaufen können. Zweitens, und das passt sehr gut zur Zürcher Kantonalbank, das ökologische Bauen fördern. Und drittens geht es darum, dass das Thema uns anregt, selber betrieblich Effizienzsteigerungen zu machen und etwas selber beitragen zum Klimaschutz. Wärmepumpen werden zur Beheizung von Gebäuden und zur Aufbereitung von Warmwasser eingesetzt. Mit dem Einsatz von Ökostrom kann eine Wärmepumpe eine 100% CO2-neutrale Heizung darstellen. Ich habe daheim auch eine Erdsondenwärmepumpe, die ich mit Ökostrom vom lokalen Energieversorger betreibe. Unsere Unternehmerinnen Klimaschutzmassnahmen in sämtlichen Bereichen. Das fängt an von der Küche, geht über das ganze Housekeeping bis zum Bau. Baumaßnahmen, die wir machen, sind nach Eco-Baustandard. Wir haben Minergie in den bestehenden Häusern, die renoviert werden, die wir einführen. Aber auch der ganze Zielvereinbarungsprozess, den wir mit sämtlichen Mitarbeitenden durchführen, basiert auf ökologischen Zielen, die vereinbart werden.
Ja, wir haben das Programm Klimaschutz, das wir jetzt gerade in den nächsten Wochen wieder beschliessen werden, was wir im nächsten Jahr machen wollen. Das ist vielfältig, es sind verschiedene Ebenen. Ein paar Beispiele daraus, das ist einerseits einmal Transport. Wir haben auch in diesem Jahr wieder versucht, mehr zu verlagern von der Strasse auf die Schiene. Wir haben doch wieder, wir sind der grösste Cargo-Kunde bei den SBB, das ist ein Bereich. Wir haben uns vorgenommen, im Bereich der Kühlmittel weiter alte Kühlmittel aus den Kühlern rauszunehmen und zu ersetzen durch umweltfreundliche Kühlmittel. Wir werden im Sortiment Geräte, die klimaschonend sind, das heisst energiesparend sind, weiter anbieten. Und wir haben in unserem Sortiment sogenannte CO2-Champions. Das heisst, der Konsument, der Wert darauf legt, ein Produkt zu beziehen, das die Umwelt weniger belastet, der findet eine einfache Orientierung vor dem Gestell mit einem CO2-Label, das ihm zeigt, zum Beispiel wie der Waschmittel. Das ist ein Waschmittel, wenn dir die CO2-Reduktion ein Anliegen ist, wenn du etwas machen willst für die Umwelt, dann musst du das Waschmittel nehmen. Ja, vi informerar nu om vad vi machen i unser katalog und auf unserer Webseite natürlich. Und dann auch wollen wir dann kommunizieren, dass wir haben niedrige Preise, aber wir sind nicht bereit ein niedriges Preis zu jedem Preis zu anbieten. Sonst als Konsument versuche ich zu machen, was alle anderen machen, Glühbirnen zu tauschen, und dann fahre ich ein Hybridfahrzeug. Es bringt viel Interesse auf die Straße oder auf den Parkplatz von Freunden und Unternehmenskollegen. Viele haben Interesse, die schauen an, aber ich fahre ein, seit einem Jahr. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Nachhaltigkeit in der Mission eines Unternehmens verankert ist. Und das führt einem dazu, dass man sich Punkt der Effektivität sich Gedanken macht und nicht nur immer Punkt der Effizienz. Immer billiger werden, das bringt grosse Kosten auch für die Umwelt mit sich, und dem sollte man sich bewusst sein. Hingegen, Effektivität fordert einem raus, geht man in die richtige Richtung. Was tut man? Oder fährt man in eine Sackgasse? Und ich denke, das ist heute in der Wirtschaft vernachlässigt. Und wir sollten uns alle noch mehr Gedanken machen. Wir sind auf dem Weg und wir gehen auf dem Weg auch weiter. Auf jeden Fall haben wir natürlich das Ziel, dass die Climate Group noch grösser wird. Jetzt haben wir wichtige, grosse Unternehmen hier drin. Das kann man aber auch vermehren durch noch andere grosse, aber auch mittlere und kleine. Alle, die zum Klimaschutz beitragen wollen, sind hier natürlich willkommen. Sie müssen sich aber harte Ziele auf diesem Gebiet setzen. Und je mehr natürlich hier mitmachen, umso erfreulicher, weil umso grösser wird die Wirkung sein.